Mein Name ist Gerge Solnoki, ich bin Professor für Marktforschung an der Hochschule Geisenheim und forsche im Bereich Weintourismus. Uns beschäftigte die Frage, wie hoch die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in den deutschen Weinregionen ist. Das ist nicht nur für uns interessant, sondern auch für viele weitere Akteure der Wein- und Tourismuswirtschaft. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Weininstitut dieses Projekt gestartet. Wir haben in einer zweijährigen Studie, die sich über alle 13 deutschen Weinregionen erstreckte, ca. 1000 Weingüter und knapp 5000 Touristen befragt. Ziel war es, die Touristen in den Weinregionen genau zu definieren, um zu erfahren, wer sie sind und warum sie die Region besuchen. Zum anderen wollten wir herausfinden, wie viel Geld Touristen in der Region ausgeben. Unsere Daten sind von zentraler Bedeutung für jeden Betrieb und jedes Unternehmen, das im Bereich Weintourismus aktiv ist. Mein Name ist Monika Reule, ich bin die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts. Wir beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit dem Thema Weintourismus. Mittlerweile hat sich der Weintourismus in allen 13 deutschen Weinanbaugebieten zu einem wachsenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Wenn wir jedoch nach der Größe der wirtschaftlichen Bedeutung des Weintourismus gefragt wurden, konnten wir dies nie mit belastbaren Zahlen unterfüttern. Aufgrund der Studie der Hochschule Geisenheim wissen wir heute, dass wegen des Weines Touristen jährlich rund 50 Millionen Besuchstage in den deutschen Weinregionen verbringen und dort 5,5 Milliarden Euro ausgeben. Dank der Forschungsarbeit der Hochschule Geisenheim können wir den ortsansässigen Betrieben, aber auch den politischen Entscheidungsträgern zeigen, dass es sich lohnt, in den Weintourismus zu investieren und diesen aktiv zu fördern. Wir können mit Stolz behaupten, dass die Ergebnisse unserer Studien auf sehr großes öffentliches Interesse stoßen und in dieser Form einzigartig sind.